Okay, haltet die Augen offen nach Kisten. Die sind hier in diesen Tunneln besonders schwer zu sehen. Seid ihr am Start? Können wir loslegen? Ja. Der ist Ingenieur. Oh fuck, das war ein Fehler. Boah, ist der Typ schnell, ey. Zwei Leutnants neutralisieren. Hier ist irgendwo ein Handy. Ah, hier. I found the motherload. What? 8 sacks of Canyon AA green dry. Can't be more than a couple of months old. Coffee beans. Boah, ist ja alles rumliegt, ne? Are you insane? I know, right? I got a gas-fired air roaster too. Come on, I know you like French roasts. How the fuck did you... No. Never mind. I'll be right over. Waffenteile. Oh, hallo. Rucksack. Alles weglooten, ne? Eine Kiste ist hier aber keine, ne? Nein. Schade. Wirklich schade. Ah, hier! Munitionskiste zumindest. Und Feinde. Ach krass, mein Geschütz hat den Typen festgesetzt. Warum auch immer ich gerade von hinten beschossen wurde, was war das denn? Hatten wir hinter uns einen Feind? Weiß ich nicht. Ich hab nur auf den Leuten gezielt. Oh, jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? So aus, ne? Aber warte mal, bevor ihr hochgeht, lasst doch erstmal gucken, ob hier nicht doch noch irgendwo eine Kiste steht jetzt. Komm mal, mach. Ich glaube, hier ist nichts. Sieht nicht so aus. Vielleicht hier kann man raus. Auch nach oben. Vor allem die Subway Stations, die sehen wirklich so widerlich aus, wie die hier aussehen. Die meisten. Echt jetzt? Ja, ein paar auf jeden Fall. Jetzt nicht die, wo viele Touristen hinfahren, sagen wir mal so. Die sehen natürlich nicht ja, so gut, aus. Das ist ja eigentlich überall gleich, ne? Dass da, wo Touristen sind, dass es da fein ist. Und der Rest, naja. Ich hab mir auch die Schattenseite dieser Stadt angeguckt, ne? Wenn man mal abseits der normalen Wege geht. Ja. Could it be love? Could it be love? Ich weiß den Text nicht. Aber die Melodie. Töten!
war aber gerade einfach. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Kiste. Ja, bei mir. Komm, ich dich doch glatt mal kreuzzugmäßig besuchen. SVD, Schalldämpfer. Nein. Fallschirmjäger Edition. So, machen wir noch den Kampf. Dann zum Zeltboss wieder, ne? Ja. Genau. Das ist voll verwirrend, wie diese U-Bahn-Stationen gestaltet sind, ne? Aber das ist wirklich so. Ja, ich habe das einmal in Frankfurt gehabt, da habe ich mich fast verlaufen in der U-Bahn. Wir sind in New York das erste Mal mit der U-Bahn gefahren, da sind wir sogar falsch gefahren. Jo. Ach, deswegen habt ihr die Schattenseiten gesehen, ja? Auch, ja, auch. Und weil ich gesagt habe, ich will mir die nicht so schönen Seiten von der Stadt auch angucken. Das, was man so klischeehalber hört, möchte ich wirklich mal mit eingenommen sehen. Und ich habe es gesehen und das war heftig. Also krass. Krass. Da weißt du, wenn du dann so deine normalen Touristenwege gehst und du gehst dann irgendwie zwei Straßen weit und biegst da mal ab, dann hast du dann so, hier die Slums mit riesigen Müllbergen vorm Häusern und so weiter, ne? Das hast du da wirklich. Das ist heftig. Krass. Hier ist ein Zivilist, mach den erstmal. Kiste, Kiste, Kiste. Nee, falscher Weg. Bitte. Ah, geiler Mützentyp. Du hast keine Audioausgabe, aber ist okay. War das irgendwo, was man da Abstriche machen, ne? Ah, hier spricht er. Da siehst du, das wieder funktioniert. Kaum meckerst du, geht's. Ja, so wie immer meistens, ne? So wie immer meistens. Logikfehler gehören. EXE has stopped responding. So, wir haben jetzt unten alles gemacht, in der Mitte jetzt auch und jetzt ist eigentlich noch oben die Einsätze. Ja. Krass, und danach können wir dann wieder die Haupteinsätze machen. Ja. Krass. Dann würde ich sagen, einmal zur Hauptbasis. Mal neu ausrüsten und dann geht's ab nach oben, würde ich sagen, oder? Genau. Gut. Could it be love? Could it be love? Ich kenne den Text nicht. Copyright Strike. YouTube lässt grüßen. Ja, Gott sei Dank nicht mehr, wa? Nicht mehr? Ja, die GEMA kann jetzt nicht mehr so viel dazwischen funken. Okay. Aber das ist schon lange so. Dass die da nicht mehr so viel machen kann. Gott sei Dank. Aber ich glaube, mit Artikel 13 wird das wieder anders werden. Ah, nee, Artikel 13 am Arsch.
Es ist vor kurzem ein Präzedenzfall sogar mit Gronkh passiert. Das ist rechtlich gesichert über diesen Präzedenzfall, dass wenn du ein Spiel spielst und du sprichst zum Beispiel auch, wie wir miteinander sprechen oder du in Anführungszeichen moderierst, dann ist das dein Copyright. Achso, ja, ja. Ein Spiel... Ich sag jetzt mal, ja? Videospiele, der Bereich Let's Plays, Videospiele ist, was das angeht, jetzt nicht ausgenommen, aber zum größten Teil gesichert. Also da kann uns nichts passieren, Gott sei Dank. Genau. Genau deswegen, weil, wie du es gesagt hast. Ja, weil viele so voll die Panik machen jetzt aktuell. Ja, ich kann keinen YouTube-Kanal schließen. Ja, ich sag jetzt mal, so einer wie LeFloid, der kann sich warm anziehen, zum Beispiel. Also ich persönlich. Weil der News macht erstmal, weil News werden ja sowieso, vor allem wenn die nicht ganz so schön sind, werden die ja immer gerne gesperrt. Ist halt so. Damit hat der LeFloid ja schon seit Jahren zu kämpfen. Weil ich gucke mir ja immer täglich seine, also was heißt täglich, wöchentlich immer seine News-Videos an. Ja. Und dementsprechend weiß ich das auch, dass der halt auch immer wieder sagt, dass der auch sehr am Kämpfen ist, dass seine News, also seine Videos auch online bleiben. Und wenn er nämlich ein Video online macht, dann wird das nämlich erstmal von YouTube nicht mehr monetarisiert, weil könnte ja kritische Themen beinhalten, muss erstmal geprüft werden. Ja, das ist richtig, das geht weiterhin von YouTube aus, aber er hat kein Problem mit dem Copyright, also mit Artikel 13. Ja. Weil es ist ja eigens kreierter Content, da kann ihm keiner sagen, ist geklaut. Außer der spielt dann da kurz irgendwelche Videos ein, wo er dann nichts sagt währenddessen, das ist immer kritisch. Entweder das so, weil der verwendet ja auch gerne Memes in den Videos, das kann er zum Beispiel dann auch vergessen. Ja, das Einzige, was mich beruhigt, ist quasi, dass ich weiß, alles klar, wir sind gesaved, was das angeht. Ja. Ja, die erste Sorge, die ich hatte, ist, dass ich jetzt die Stunden vor Produktion, die ich gemacht habe, quasi an den Nagel hängen kann, dass ich löschen kann. Weißt du, wie ich da mache? Ich sag mal so, wir dürfen uns nicht verrückt machen. Wenn mal YouTube auf die Fresse fallen sollte, dann wird es immer irgendwo eine Alternative schon geben oder die wird sich dann entwickeln. Wenn ich mal das Geld habe dazu, dann gehe ich hin und kaufe mir zwei 8-Terabyte-Platten, lade mal den gesamten Kanal vom Content herunter, zumindest alles, was ich denke, was sinnig ist für einen Re-Upload. Und dann kann man notfalls immer noch wechseln. Es gibt zum Beispiel von, kennt ihr Linus Tech Tips? Nein. Das ist ein ganz berühmter, großer, uralter YouTuber, also den gibt es schon ewig, das meine ich damit. Und der hat zum Beispiel mit ein paar anderen eine Plattform gegründet, weil der immer wieder Stress hat mit YouTube und das nennt sich Floatboat. Ich weiß nicht, ob das schon gestartet ist oder ob das noch in der Beta-Phase ist. Auf jeden Fall, es gibt schon irgendwas von dieser Plattform. Und das ist, glaube ich, sogar mit einem Bezahlmodell. Das heißt, wenn du da als Content-Creator einen Kanal eröffnest und Leute dich abonnieren wollen, dann müssen die so 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, wie auch immer, eine gewisse Pauschale zahlen monatlich. Kriegen aber dann auch, soweit ich das gelesen habe, keine Werbung. Nur deinen Content, ne? Und dann hast du auch kein Problem mit irgendwelchen Einblendungen oder ihr wisst schon, was ich meine, diesen ganzen YouTube-Scheiß halt. Na, da ist jetzt die Frage, lohnt sich das, darauf zu wechseln? Ja, jetzt noch nicht. Jetzt ist, glaube ich, YouTube noch das deutlich größere Schiff, aber wenn das Schiff mal untergeht, meine ich. Ach so. Gutes Argument. Ja, ich habe ja eigentlich so gut wie alles irgendwie auf Festplatte, dementsprechend passt das. Ja, selbst wenn mir jetzt was passieren würde mit dem Kanal, ne? Ja. Dann würde ich halt im schlimmsten Fall sagen, okay, komm, fuck it, fängst du neu an. No. So schlimm ist es auch nicht. Nee, das stimmt. Das Einzigste, das habe ich ja mitgekriegt, weil der Kanal, den ich ja jetzt gerade betreibe, der ist ja mein zweiter großer, den ich jetzt hochziehe. Ja. Sag ich jetzt mal. Und da habe ich dann vor allem am Anfang gemerkt, dass ich auf meinem alten Kanal dann, ich sag's mal, Spiel XY schon Let's Play und gespielt habe. Und dann habe ich auch noch das gespielt und Let's Play und das und das und das. Und dann stehst du da und denkst du so, okay, von allen geilen Spielen, die man theoretisch Let's Playen könnte, hast du die eigentlich schon Let's Played? Die Videos hast du leider nicht mehr, aber ich habe jetzt auch keinen Bock drauf, das zu spielen. Oder beziehungsweise ja. Zu spielen, ja, aber nicht aufzunehmen. Das war jetzt so zum Beispiel wie das Tomb Raider Reboot. Da habe ich ja den ersten Teil von gezockt und aufgenommen. Ich habe die Videos leider nur nicht mehr, weil die Festplatte damals einen Knacks gekriegt hat.
Weil ich würde nämlich gerne den zweiten und dritten Teil spielen, aber dafür würde ich dann erst den ersten Teil spielen und auf den ersten Teil habe ich keinen Bock aufzunehmen, was das angeht. Ja, wie gesagt, ich verstehe das durchaus. Gibt halt auch keine Pflicht. Es gibt keinen Zwang. Gott sei Dank. Wir sind alle nur Hobby-YouTuber und es ist ein Hobby, was Zeit und Geld verschlingt, aber was auch verdammt viel Spaß macht, wie ich finde. Und wir setzen uns häufig selbst unter Druck, obwohl es nicht sein müsste. Ich sehe das ja. Aber das macht Spaß. Vielleicht muss man das auch erstmal so ein paar Jahre machen, um dann so ein gesundes Verhältnis dazu entwickeln zu können, weißt du? Also ich bin da jetzt immer noch auf dem Trip, dass ich mir immer wieder Druck mache. Vor allen Dingen in den Leerräumen, wo ich also nichts hochlade oder nur sehr wenig. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit dem letzten Upload von, was war das? Ich glaube, dieses Western-Spiel, was ich gespielt hatte, Outcast und noch irgendwas anderes, sind meine Abo-Zahlen wieder raufgegangen, meine Klickzahlen und meine Minuten-Wiedergaben sind raufgegangen, also von daher... Meine leider nicht. Ah, das kommt, aber das wird nach und nach wird das passieren. Ich hoffe es. Ich muss dazu immer sagen, was es für Leute gibt bei YouTube, ohne das jetzt böse zu meinen, aber es gibt Leute, die deutlich weniger Qualität in ihrem Content haben und die, wie ich finde, teilweise, wobei das Geschmackssache ist, weniger geile Themen behandeln, aber es ist wie mit Büchern, weißt du? Wenn andere es schaffen können, schaffst du es auch. Und mit schaffen meine ich jetzt nicht Millionär zu werden, ne? Ja, ich sag jetzt mal, ich will jetzt auch keine 100.000 Abos haben, aber dass die Videos wenigstens geguckt werden, weißt du, wie ich meine? Ja. Lass uns mal zu Hell's Kitchen, das ist oben. Dante's Run ist das Safehouse. On the way. Ja, das ist jetzt auch mein zweiter Kanal, den ich ja betreibe und ich habe ja viel aus meinem ersten Kanal gelernt, was man machen sollte, was man machen kann, was man nicht besser machen, wovon man die Finger lassen sollte. Ja. Und so konnte ich dann auch relativ easy, sag ich jetzt mal, den jetzigen Kanal starten, wa? Mit der Vorerfahrung, die ich ja schon hatte. Ja, das ist immer wertvoll, klar. Boah, muss mal Ralf fragen, ey, meine ersten Let's Plays, ey, das war grauenvoll. Oh ja, das kannst du laut sagen, ja. Schon allein, ja gut, was soll ich denn sagen? Schon allein, hast du das Minecraft-Ding gesehen von mir? Ja, aber das ist schon was her. Schon alleine, ich habe damals mit einem 8-Euro-Headset aufgenommen. Ey, wie heftig war das denn? Also ich glaube, ich habe damals mit dem G930 aufgenommen. Es war nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut, ne? Was die Qualität anging, war das jetzt nicht das Problem. Die Bildqualität war so ein bisschen hakelig noch zu dem Zeitpunkt. Weil ich damals noch mit dem OBS Classic aufgenommen habe, was ja nicht mehr weiterentwickelt wurde. Und ich war dann so ein Sturkopf, ja, nö, ich habe das jetzt installiert, dann machen wir das auch mal. Medizingüter. Ja, das ist schon... geil, ne? Nee, aber am Anfang bei dem Minecraft Let's Play war das total komisch, auch wie ich gelabert habe. Ich hatte ja noch keine Erfahrung. Ich sag's mal, ich hab mit der Tendenz, YouTube anzufangen, einfach damit angefangen, weil ich zocke, also wenn ich zocke, quatsche ich ja sowieso, warum nicht aufnehmen? Das habe ich mir damals gedacht. Bei mir war das eigentlich jobtechnisch bedingt. Bei meiner alten Firma musste ich halt viele Leute beraten, die sowas machen wollten und auch nur zocken wollten teilweise. Und irgendwann habe ich mir dann halt gedacht, okay, damit du die Leute besser beraten kannst, musst du wissen, was das für Ansprüche hat. Also habe ich angefangen, mal testweise aufzunehmen und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Hobby. Oh ja. Vor allem, dann seine Erlebnisse in dem Spiel noch nachträglich irgendwie zu haben, finde ich geil, ne? Ja. Wow, der hält einiges aus. Vielleicht ist das ein Terminator.
Ein And now he's dead. Ein Terminator. Terminator?